Kahir Chaudhry war in der Sendung Fair Talk zu Gast. Wenn ihr Kahir Chaudhry und seinen Kanal Grenzgänger noch nicht kennt, dann schaut da gerne mal vorbei. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Highlight-Video an, was er auf seinem Kanal hochgeladen hat. Die ganze Sendung von Fair Talk, die würde wohl etwas zu lange dauern, um darauf im Stream zu reagieren. Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Augenhöhe. Heute hier live aus Dresden. Schönen guten Abend. Hallo. Unser Thema heute, Tag des Mauerfalls, raus aus den Schubladen über Ossis, Wessis, Nazis und Schwurbler. Heute ist der 9. November 2023. Das ist der Tag, an dem wir die Sendung hier in Dresden aufzeigen. Ich nenne den Tag des Mauerfalls. Und wir nehmen das zum Anlass über Spaltung und Schub. Was? Wieso laden Sie denn dann erst im Januar 2024 hoch? Laden, denken, zu sprechen. Ein herzliches Willkommen auch an Kahir Chaudhry. Hallo, Herr Chaudhry. Guten Abend. Das Zitat ist nicht von Ihnen, sondern von Konfuzius. Das müssen wir fairerweise sagen, aber es ist ein sehr schönes Zitat. Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Ja, die Dunkelheit ist ja eigentlich nichts Positives. Aber das Schöne an der Dunkelheit ist, dass die Sehnsucht nach dem Licht am größten ist, je tiefer die Dunkelheit ist. Und das versuche ich mit meiner Arbeit zu tun, ein Licht anzuzünden. Schön, dass Sie da sind. Herr Chaudhry, wir kommen auf jeden Fall heute genau dazu zu sprechen. Ja, stimmt. Schöne Metapher. Schauen, da werden wir genügend Raum in dieser Sendung haben. Wie kommen wir aus dieser Spaltung raus? Weil das uns auch ganz wichtig ist, als Fair Talk da eben auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber ich würde dennoch gerne nochmal eine Bestandsaufnahme machen, auch bei diesem Thema Ost-West. Ja, also ich meine heute Tag des Mauerfalls. Sie sind 1989 geboren. Haben Sie mit dem Thema überhaupt Berührung? Ja, auf jeden Fall. Ich bin zwar in Norddeutschland geboren, ich habe jetzt nicht großen Bezug zu den Orten der Ereignisse, aber zu den Menschen. Das war 2015, würde ich sagen. Da bin ich nach Dresden gegangen und habe mich mit Pegida-Anhängern auseinandergesetzt. Ich bin Muslim und was ich dort erlebt habe, ist, dass die Menschen keinerlei Berührungspunkte zu Muslimen hatten. Und diese Gespräche waren sehr wertvoll. Viele Muslime haben es wahrscheinlich nie gemacht, weil ihnen Angst gemacht wurde. Geht da nicht hin. Es könnte sein, dass ihr, wie auch immer. Ich bin trotzdem hingegangen mit einer großen Gruppe von Leuten. Und wir haben einfach mit den Menschen gesprochen. Es war interessant, diese Erfahrung zu machen. aber auch als, und was mir dabei aufgefallen ist, auch als Journalist, ist, als kritischer Journalist oder jemand, der seine Rolle ernst nimmt, dass die Menschen dort viel offener waren für kritisches Denken und für Alternativen. Und auch in meiner Arbeit als Journalist auf YouTube, ich mache die Erfahrung, wenn ich im Osten unterwegs bin, dass ich viel, viel mehr Menschen treffe, die sympathisieren mit dem, was wir tun. Im Gegensatz dazu, wenn ich im Westen unterwegs bin. Das hat wahrscheinlich mit der Prägung zu tun. Das hat damit zu tun, wie man aufgewachsen ist und wie man Propaganda ausgesetzt war. Da und gibt es große Unterschiede. Vielleicht ist das. Naja, die Ostdeutschen wurden zweimal betrogen. Einmal von der SED, die ja wirklich das gesamte Mediensystem gleichgeschaltet hatte und wo nur noch eine Meinung erlaubt war. Zum anderen dann von der Kohl-Regierung, die den Menschen das Blaue vom Himmel versprochen hatte und dann in der DDR eine ökonomische Katastrophe ausgelöst hat. Also man hat ja das gesamte Volksvermögen privatisiert, an westdeutsche Konzerne hauptsächlich verscherbelt und die DDR letztlich deindustrialisiert. Denn die Westdeutschen, die haben dann nicht eine neue Industrie aufgebaut, sondern die haben die Industrieanlagen, die da waren, die funktionierten, gebaut, Produktion nach Westdeutschland verlagert oder noch weiter nach Osteuropa, wo es noch billiger war. Und die DDR, die ist ökonomisch brutal gestürzt. Es gab plötzlich Millionen Arbeitslose, es gab plötzlich Obdachlosigkeit, Probleme, die man vorher nicht hatte. Und da deswegen sind sehr viele Menschen plötzlich sehr kritisch geworden, weil ihnen vor der Wahl eben das eine versprochen und das exakte Gegenteil gemacht wurde. Das ist auch genau der Grund, warum hier die hohe Politik diesen Spaltklotz so reinhaut, ja, in den braunen Osten. Weil die Leute offensichtlich
obwohl ich jetzt so indirekt jetzt auch wieder einen Spaltgedanken, nämlich die Unterstellung äußere, dass im Westen die Leute nicht so sind. Aber Fakt ist, dass dieses Problem ja nicht von mir aufgeworfen wird, sondern von der hohen Politik, die sagt, der Osten wäre, überspitzt gesagt, braun. Genau, das habe ich auch. Das hab ich wir stellen ja diese Behauptung nicht auf, also kann man mir auch nicht vorwerfen, dass ich sagen würde, ja, der Westen da irgendwie was oder so. Und mir scheint genau das Problem zu sein, was die Politik sieht, dass diese Spaltung im Osten nicht so recht funktioniert. Und ich sehe das auch hier in der Dresdner Friedensbewegung, in der ich doch recht aktiv unterwegs bin, dass sich dort verschiedene politische Strömungen, sogar ideologische Strömungen treffen, weil sie sich einfach mit dem Friedensgedanken verbinden und dort gemeinsam Aktionen starten. Unkontrollierte Einwanderung ist, wenn... Stimmt, die Friedensbewegung, die ist im Osten auch, zumindest so wie ich das mitkriege, deutlich stärker als im Westen. Also kann man jetzt auch darüber spekulieren, woran das liegt. Vielleicht, weil das in der DDR in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Legitimation des Staates einen wesentlich höheren Wert hatte. Ich meine, von Deutschland soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Das wurde ja von BRD-Politikern mit den Kriegen in Serbien und Afghanistan sehr schnell in den Papierkorb geworfen, dieser alte Satz. Wenn man Leute, die vorher ihre Pässe weggeworfen haben... Wie die Ostdeutschen auch damals... Warum sind die bessere Flüchtlinge als die anderen? Verstehen Sie meinen Punkt? Es trägt okay, das ist jetzt ein schräger Vergleich. Also die Ostdeutschen haben ihr ganzes Land mitgebracht. Und es waren Deutsche. Also wenn wir hier uns mit Österreich vereinigen würden, das sind auch rund 10 Millionen Menschen, dann gäbe das wahrscheinlich auch weniger Probleme, als wenn jetzt 10 Millionen Araber oder 10 Millionen Russen oder 10 Millionen... sucht sich irgendwelche anderen Menschen aus anderen Ländern aus, hierher kommen würden. Also das ist ja vollkommen logisch. Alles zu Vorurteilen und einer Spaltung bei. Und natürlich also, gibt es in jeder Gruppe Menschen, die kriminell sind. Bei Flüchtlingen, bei Ostdeutschen, vielleicht sogar hier in der Runde. Ja? Aber es sind nie alle gleich. Und sie spalten doch genauso wie die dubiose Politik, der sie es vorwerfen. Nö. Okay, das ist viel besser. Nein, weil... es ein wirkliches Problem gibt. Ich gehöre zu denen, die relativ früh davor gewarnt haben, wenn wir tausende junge Männer aus frauenfeindlichen und antisemitischen Ländern bei uns aufnehmen und zum Teil gar nicht... Ja, Ländern, in denen es immer noch ein starkes Patriarchat gibt, wobei nicht jedes Patriarchat jetzt zwingend frauenfeindlich ist, also... Auch das sollte man vielleicht mal etwas relativieren. Und antisemitisch, also was hat die geraucht? Also wirklich, das hat ja gar nichts mit der Realität zu tun. Also der historische Antisemitismus, der letztlich auch zum Holocaust geführt hat, der war ein europäisches Phänomen. Kein arabisches oder kein... Ja, sie hat ja gar nicht mal konkret gesagt, aus welchen Ländern sie meint, aber ich nehme mal an, sie meint diese Region. Der war kein arabisches Phänomen. Also das ist ziemlich absurd. Nicht wissen, wer die sind, weil sie über ihre wahre Identität verschweigen, bin ich genauso gelabelt worden, wie sie es jetzt eben mit mir machen. Jetzt sehen wir die Antisemiten auf unserer Straße, auf unseren Straßen. Also das finde ich jetzt wirklich grenzwertig. Also ihr könnt gerne für weniger Migration sein, ihr könnt sein, die haben eine andere Kultur, aber das sind alles Frauenfeinde und Antisemiten. Also ihr könnt auch sagen, die begehen mehr Straftaten. Also dass die Zahl der überbeartigen Gruppenvergewaltigung deutlich gestiegen ist, das kann man ja aus den Statistiken nachlesen. Aber jetzt in so einer Pauschalität ganzen Bevölkerung hier Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus zu unterstellen, das ist doch etwas, was... die Wokies immer bei den Weißen machen. Also die Woken, die sagen immer, alle Weißen sind Rassisten und Nationalisten und bla 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 bla. Also diese ganze Diffamierungspalette. Das jetzt umgekehrt einfach auf andere Bevölkerungsgruppen anzuwenden, weiß ich nicht. Also das ist die gleiche dumme Logik. Würde ich jetzt nicht so... Ja, das finde ich komplett absurd. Und Sie glauben, die sind alle erst ab 2015 gekommen? Es gibt Antisemitismus seit... Also nein, das hat das Problem aber verstärkt, wenn man Da bin ich ganz Leute bei. Ich mag sowohl die Blonde als auch die andere nicht. Also das ist ja... Ich weiß nicht, warum Tahir Chaudhry das hier ins Highlight-Video reingebracht hat. Also das weiß ich gar nicht. Antisemitischen und frauenfeindlichen Ländern bei sich aufnimmt, und zwar zu Tausenden, dann hat das natürlich Auswirkungen. Und hier macht die Politik was sehr Spannendes. Sie schürt genau diese Diskussion, die Sie beide gerade führen, und auch völlig authentisch. Und
Es wird aber unterschlagen. Das ist ein guter Hinweis. Die Politik will diese Spaltung. Ja. Dass es hier um ein Sekundärproblem geht. Diese Einwanderungswellen, die da seit 2015 gekommen sind, die hatten ihre Ursachen in den Konflikten in Libyen und Syrien. Ja. Und das sind Kriege, die vom Westen gestartet wurden. Absolut. Und was getan wird, wird jetzt immer wieder die Diskussion auf die Flüchtlinge gelegt, aber es wird nicht auf die Ursache geschaut. Davon erfährt man in den Medien rein gar nichts. Wir führen nach wie vor einen Wirtschaftskrieg gegen Syrien. Dieses Land ist den schlimmsten Wirtschaftssanktionen unterworfen, auch der Europäischen Union, die je ein Land erleiden musste. Syrien konnte sich früher mal seine Grundlagenmedikamente selber herstellen. In Syrien hungern die Leute jetzt, weil man bestimmte Produkte, also sogar nicht mal Öl, ja, also die Amerikaner klauen den Syrern dort das Öl. Da sitzen amerikanische Truppen und dort wird einfach illegal Öl gefördert und über die Türkei verkauft. Und dieses Land wird und seine Führung wird wie ein Paria behandelt. Und davon erzählt keiner was. Das sind die Flüchtlinge, die hier sind. Okay, Herr Jodry, und dann, ja. Zack, das ist das Thema, über das wir reden müssen. So, anstatt hier jetzt, also wie gesagt, ihr könnt sagen, dass die eine andere Kultur haben. Ihr könnt auch sagen, dass die Menschen anders sozialisiert wurden und sicherlich auch andere politische Einstellungen haben. Also die deutsche Staatsräson, die von unserer Regierung gerade vertreten wird, dass die eventuell nicht komplett teilen. Wie gut das jetzt ist, darüber kann man debattieren. Aber die ganze Bevölkerung zu Frauenfeinden und Antisemiten erklären, weiß ich nicht. Also das eine sind die politischen, historischen Zusammenhänge, die wollen viele Menschen nicht hören. Das habe ich immer wieder auch erfahren. Aber was ich schon traurig daran finde, ist, dass wenn wir uns jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, Frau Lengsfeld sagt, ich bin für kontrollierte Einwanderung. Ich auch. Das Problem ist, wenn ich das sage, wo soll ich mich politisch eingliedern? Ich habe nur eine Möglichkeit, das zu tun. Ich kann das verstehen, dass man frustriert ist, verzweifelt ist und dann diesen Weg geht. Aber dann höre ich so etwas Plattes wie, wenn Menschen aus antisemitischen, frauenfeindlichen Ländern kommen. Und ich denke mir... Nein, Sturmhaube, Syrien brennt nicht seit 50 Jahren. In Syrien, da gab es in Hama unter der Herrschaft von Hafiz al-Assad einen Aufstand der Muslimbrüder, der wurde niedergeschlagen. Das war es größtenteils. In Syrien herrschte Frieden, bis der Westen meinte, da ab 2011 umwenden zu müssen. Auch in Libyen herrschte unter Gaddafi Frieden. Also der brennt, also diese Länder, das sind keine Länder, die seit 50 Jahren gebrannt haben. Wenn du dir die anderen Länder da anguckst, okay, Türkei, Kurdistan, das ist ein Konflikt, der aus dem Nationalisierungsprozess der Türkei resultiert. Also die Türkei ist ja ein Vielvölkerstaat, hat man dann mit einem sehr starken Nationalismus zu kitten versucht. Das hat in Kurdistan zu Widerstand geführt. Andere Geschichte. Aber was gibt's noch? Jordanien. Ja, auch so Jordanien. Jordanien brennt eigentlich überhaupt nicht. Die hatten einen Krieg mit Israel. 1967 wurden sie dann zum Westjordanland vertrieben, das Israel bis heute annektiert hält. Aber auch da, das brennt doch nicht seit 50 Jahren. Also, es stimmt einfach nicht, was du sagst. Wie kann man ein ganzes Land als antisemitisch bezeichnen? Wie kann man ein ganzes Land als frauenfeindlich? Ja, beim Libanon würde das noch am besten passen, was du gerade beschreibst. Aber auch da hatte der Westen sehr deutlich seine Finger am Spiel. Also da gab es ja auch Interventionen, Bürgerkriege und so weiter. Bezeichnen. Haben Sie die islamische Welt schon bereist? Ja. Ja, und wo haben Sie dann etwas wahrgenommen, wo Sie sagen, das gesamte Land ist antisemitisch? Ja gut, also dafür entschuldige ich mich natürlich nicht das gesamte Land. Das war jetzt spaltend, die eine Aussage. Unzulässige Verallgemeinerung. Ja. So. Hey. Jetzt hast du mir wieder ein bisschen sympathischer. Also sie meint, dass da ein höherer Anteil ist. Kann sein, will ich jetzt nicht bestreiten. Aber okay, ja, dann, wenn das so ausdrückt. Und wie gesagt, man kann ja auch sagen, ich bin für weniger Zuwanderung. Ist ja, oder ich bin dafür, gar keine Wirtschaftsmigration hier zuzulassen. Ist ja auch eine legitime Position. Da fragt gerade einer im Chat, welche politische Position ich habe. Ich bin Sozialdemokrat. Also klassischer Sozialdemokrat. So Willy Brandt, Helmut Schmidt, Oskar Lafontaine, die Linie. Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich finde es schön, ja, das ist ja richtig. Da
da bin ich wirklich dankbar für, dass das möglich ist an diesem Tisch. Weil ich finde, genau das sind doch die Gespräche, die wir miteinander führen müssen. Ich finde es interessant, wenn man sich den Begriff Verschwörungstheorie anschaut. Mhm. Der weicht jetzt immer mehr dem Begriff Verschwörungserzähler. Und der Next Step ist jetzt Verschwörungsideologe, ja. Verschwörungsmystiker. So. Na, ich habe sogar. Ich dachte Verschwörungsideologe. Die hatten Verschwörungstheoretiker, nämlich durch. Das hatte Rezo uns ja allen erklärt. Also Rezo, der früher mal total kritische Videos gemacht hat, ist dann während Corona so total auf Mainstream-Linie gegangen. Also er hat Leute, die das Gleiche, was er 2019 noch in seiner Zerstörung der CDU erzählt hat, pauschal als Verschwörungsideologen beschimpft. Also ein komplett unsachlicher Diffamierungsbegriff. Also ich hatte ein bisschen zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen. Muss ich retrospektiv sagen, dass ich das auch zu unkritisch gesehen habe, was der damals in seiner Zerstörung der Presse gemacht hat. Also dass das eine gewisse Radikalisierung des Diskurses war, was auch an einer Unausgewogenheit seiner Quellen war, lag. Er hat sich nämlich vor allem aus Mainstream-Medien informiert, denn die alternativen Medien, das sind ja diese bösen Verschwörungsideologen, daraus darf man ja nichts mehr zitieren. Ich habe sogar noch gehört, Verschwörungsunternehmer ist der neue Knaller. Also ich verdiene jetzt mit Verschwörungen mein Geld. Also nicht ich, ja. Aber so, das wird so als neuer Begriff. Ich habe schon gesagt, also der neueste ist dann der Empörungstheoretiker. Ja, also wir können es noch fortführen. Gibt's schon genug. Der Journalismus, die Medien stecken seit 2014 in einer sehr tiefen Krise. Wir haben eine unfassbare Abwanderung von Abonnenten, die sich durch kein Medium mehr so wirklich angesprochen fühlen, also die etablierten Medien, die in Amerika Trusted Media genannt werden, das ist ein gutes Wort eigentlich, sozusagen die fordern Vertrauen ein. Und ich glaube, auf Dauer funktioniert es einfach nicht mehr, dass man sagt, du sollst gerührt sein und die Menschen sind gerührt. Das geht nicht. Ich glaube, viele Menschen fühlen das, dass das dieses begleitete Informieren, diese Art von Nanny-Journalismus, der stattfindet. Betreutes Denken. Denken. Betreutes Denken. Die wollen nicht wie Kinder behandelt werden. Ich finde auch, dass dieses Trauma nie gewürdigt wurde. Der absolut wichtiger Punkt, den Tahir Chaudhry auch schon häufiger auf seinem eigenen Kanal angesprochen hatte. Der Menschen aus dem Osten. Also wirklich dieses Trauma des Verrates, dass das nie anerkannt und aufgearbeitet wurde. Ich meine, Sie kennen das. Da hat irgendwie der eigene Ehemann die Ehefrau bespitzelt. Man konnte noch nicht mal in der eigenen Familie sicher sein. Und das, ich glaube, es gehört wirklich auch dazu anzuerkennen, was da passiert ist mit den Menschen und was das auch mit denen macht. Und als Dankeschön werden die jetzt noch alle in einen Topf geworfen und irgendwie als Querulanten, als ungeimpfte Schwurbler, was auch immer, auch noch betitelt, nachdem sie das auch schon alles durch hatten. Und ich glaube, was man nicht, es wird halt transferiert, ne? Was man nicht transformiert, transferiert sich immer weiter in die nächste Generation. Und dieses Unwohlgefühl, das bleibt aber. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Herr Chaudhry, wie sind Sie mit Gegenwind umgegangen? Also das, was Frau Lengsfeld auch und das, was alle, glaube ich, auch immer wieder an diesem Tisch erleben, ist dieser Gegenwind, dieses digitale Anonyme. Da schreiben Menschen bösartige Kommentare, das ist das eine, oder verpfeifen, wie auch immer. Wie gehen Sie damit um? Ich glaube, das gehört zum Reifeprozess, individuellen Reifeprozess dazu, dass man lernt, man kann es nicht jedem recht machen. Und der nächste Schritt ist hoffentlich, dass man sich auch manchmal im Leben entscheiden muss, für was man verfolgt wird. Also ich lese natürlich alles oder meistens alles, was mir geschrieben wird. Sehr viel Bösartiges auch. Ich kann aber einordnen, weil ich habe gerade mal, obwohl er meint wahrscheinlich alles, was ihm privat geschrieben wird. Aber das muss ja schon ganz schön viel sein bei mittlerweile über 70.000 Abonnenten. Ich im Bereich Community Management mal gearbeitet habe, kurz reingeschnuppert habe bei der Zeit, dass sehr viele Leute, die Kommentare schreiben im ersten Impuls, die dann auch wieder zurückziehen, wenn sie es können. Das weiß ich auch. Die Anonymität trägt einfach dazu bei, dass Menschen bösartiger sind. Aber ich persönlich habe für mich irgendwann entschieden und auch durch meinen Job gelernt, da eine dickere Haut zu haben. Herr Chaudhry?
Ich habe nichts zu sagen. Er ist ja auch Querdenker. Herr Jodry, Sie nicken, aber Sie wollen immer noch nichts sagen. Ich warte jetzt einfach so lange, sagen? Bis Sie was sagen. Ich kann irgendwas Kluges sagen. Wenn ja. Okay, entweder Tahir Chaudhry hat sich bemüht, sich differenziert auszudrücken und die ganze Sendung war so ruhig, oder hat hier extra die ruhigeren Szenen reingenommen. Also am Anfang auch das mit dem Konfuzius-Zitat. Ich glaube, er hat das so geschnitten. Also musste man sich die ganze Sendung dann ansehen. Also ich habe, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, immer wieder an das Höhlengleichnis denken müssen von Platon. Und das ist eine unglaubliche Erzählung, finde ich, wo es eine Felswand gibt, ja, und es gibt zwei Menschen, die sind in dieser Höhle und Zeit ihres Lebens kennen sie nichts anderes als diese Felswand und die Schattenbilder, die man auf dieser Felswand sieht. Und was sie nicht sehen, ist, dass hinter ihnen, wo sie ja fixiert sind, ihre Nacken schauen geradeaus auf diese Felswand, es gibt keine andere Welt. Das ist die Wahrheit. Und was sie nicht sehen, ist, dass hinter ihnen eine Feuerstelle ist und an dieser Feuerstelle laufen Gaukler vorbei, die hinter einer Mauer sind. Und wenn man ihnen diese Fesseln lösen würde und sagen würde, schau mal nach hinten zum Licht, ich glaube, als ersten Schritt würde... Jetzt erzählt er gar nicht das Höhlengleichnis zu Ende. Dampf, er hat das zusammengeschnitten. Also... würde ich ausmachen, dass man sich darüber bewusst wird, wie wir programmiert sind. Und wenn ich an die jüngere Generation denke, denke ich sofort an Marvel und die Geschichten, die uns da erzählt werden. Wir haben dort immer eine Arbeitsteilung zwischen dem Helden und dem hilflosen Volk, das auf diesen Helden wartet. Und obwohl ja jeder Einzelne nur eine Entscheidung davon entfernt wäre, ein Held zu sein. Und das ist das Erste. Jeder kann irgendetwas tun, da stimme ich zu 100% zu. Und das Nächste ist, ja, all die unterschiedlichen Fähigkeiten, Potenziale, die wir haben, ja, zu entdecken, in sich selbst hineinzutauchen, nicht so sehr im Außen zu bleiben, sondern mal auch den Lärm abzustellen und nach innen zu schauen und daraus die Kraft zu finden. Also die eigene Kraft wieder zu entdecken, ja, auch. Und die eigene Kraft, was ich alles auf die Beine stellen kann, ja, und dass letztendlich alles am Anfang eine ganz kleine Idee war, die sich dann entwickelt hat. Hm. Aber nochmal die Frage, wie schaffe ich das, wenn ich in der Angst bin, aus dieser Angst rauszukommen? Weil damit sind ja oftmals auch viele, da sind die wirtschaftlichen Sorgen damit verbunden. Also das muss, das häufigste Argument, was ich so, wenn Sie sowas erzählen mit irgendwie, da habe ich drauf verzichtet, dann lese ich jetzt schon die Kommentare im Geiste mit, wo jemand schreibt, naja, das konnte er sich sicherlich auch leisten. Nein. Also ich kann mein Bankkonto mal öffentlich machen. Nein, mache ich nicht, aber es sieht dort nicht gut aus, sag ich mal. Aber wie kommt man da raus? Woher soll es auch gut aussehen? Er hat bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und jetzt ist er mit einem unabhängigen YouTube-Kanal unterwegs. Also was, wie soll es da auch gut aussehen? Aus dieser Angst. Keine Ahnung, 11-, 12-Jähriger hatte ich viel Angst in der Dunkelheit. Und wir hatten einen sehr gruseligen Ort bei uns zu Hause. Man musste durch den Garten und da gab es dann einen Schuppen. Und ich bin irgendwann, weil mich das sehr gestört hat, wie ängstlich ich bin, bin ich da reingegangen und es war finster. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich dort versucht zu beruhigen. Und ich habe ganz genau geschaut, was passiert jetzt mit mir in diesem Moment, wenn ich hier stehe. Jedes kleine Geräusch fange ich an viel stärker zu hören, weil ich eben nicht sehe. Hier seht ihr nochmal den Werbetext, Tahir Chaudhry bei Fair Talk. Finde ich auch nett von Grenzgänger-Studios, dass sie immer nur kurze Ausschnitte hochladen und dann auf das littere Video verweisen. Ist ja, sicherlich gut. Wie gesagt, Grenzgänger-Studios, den Kanal kann ich euch sehr empfehlen. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, in diesem Sinne würde ich auch dieses Video hier schließen.